Eine schwere Frage. Eine frei erfundene Geschichte von Hasan Karaca. Rosalinda, schaust du bitte nach dem Kuchen? Der müsste soweit sein. Heute war Rosalindas Geburtstag. Ihr 38. Und das ist sehr jung für eine Schildkröte, denn Schildkröten können sehr alt werden. Rosalindas Opa zum Beispiel ist 373 Jahre alt und sitzt im Wohnzimmer und liest ein Buch. Und Rosalinda ist gerade damit beschäftigt, ihr Zimmer zu schmücken und vergisst dabei ständig nach dem Kuchen zu schauen, den sie zusammen mit ihrer Mama gebacken hat und der jetzt im Ofen ist. Rosalinda, hast du mich gehört? Wer kommt denn alles zu meinem Geburtstag? Ich habe alle eingeladen, schon vor Monaten. Bei den Schildkröten ist das nämlich so, dass sie zum Teil von weit her kommen. Und weil sie nicht sehr schnell laufen, sie haben es ja sonst nicht eilig und sie leben ja lange, sie haben ja Zeit, auch langsam zu laufen, muss man sie rechtzeitig einladen. Das will Rosalinda aber nicht. Deswegen hat ihre Mama auch rechtzeitig Bescheid gesagt. Rosalinda hat einen Schwarzwälder Kirschkuchen gebacken, aber weil sie keine Kirschen mag, hat sie ihn mit Erdbeeren gebacken, so dass es ein Schwarzwälder Erdbeerkuchen ist. Dann ist es aber kein Schwarzwälder Kuchen mehr, sagte ihr Opa. Das war Rosalinda aber erstmal egal. Dann ist es nur ein Erdbeerkuchen ohne Schwarzwald. Ja, aber alles andere ist schwarzwäldisch, hat Rosalinda nur geantwortet und war eigentlich stolz darauf, dass sie einen neuen Kuchen erfunden hat. Schwarzwälder Erdbeerkuchen. Als sie fertig war mit dem Schmücken ihres Zimmers, ist sie kurz vor die Tür getreten, hat sich nochmal umgeschaut und ist wieder rein und hat einiges umgestellt. In dem Glauben, dass es jetzt besser aussehen würde. Ist nochmal raus, hat sich nochmal umgedreht und jedes Mal fand sie etwas, das umgestellt werden musste. Denn so ein Zimmer schmücken, das ist gar nicht so einfach, vor allem dann nicht, wenn viele Leute eingeladen sind und man alle kennt. Und erst recht nicht, wenn es der eigene Geburtstag ist. Rosalinda, denkst du an den Kuchen? Ja, Mama. Als Rosalinda gerade in die Küche laufen wollte, um nach dem Kuchen zu schauen, klingelte das Telefon und sie rannte schnell zum Telefon, das sie erstmal finden musste. Denn sie konnte sich nicht mehr erinnern, wo sie es hingestellt hatte, vor lauter Aufregung. Deswegen ging sie nach dem Klingelton und fand es unter ihrem Bett. Da aber hörte es auch schon auf zu klingeln. Dafür klingelte das Telefon von ihrer Mutter. Und da sie dachte, das ist bestimmt die gleiche Person, die sie angerufen hat, rannte sie zu ihrer Mutter. Ihre Mutter ging ans Telefon und sagte nur, es sind die Geburtstagsgäste. Denn bei den Schildkröten war es so, dass alle Geburtstagsgäste sich trafen, ihre Geschenke zusammenlegten und dann zusammen in das Haus des Geburtstagskindes liefen. Das wurde dann immer eine Riesenüberraschung, weil alle gleichzeitig kamen. Es gab viel Tumult und Tumult, das ist für Schildkröten schon was Besonderes. Das haben sie nicht oft in ihrem Leben, außer eben an ihren Geburtstagen. Oh, dann sind sie bald bestimmt da, sagte Rosalinda. Aber dem war nicht so. Es ist nicht so, wie Rosalinda sich das vorgestellt hatte. Rosalindas Onkel war am Telefon und meinte, wir kommen hier nicht durch. Warum denn? Antwortete die Mutter. Hier hat jemand was hingestellt. Eine Frage. Eine Frage? Ja, hier steht eine Frage. Was für eine Frage denn? Eine schwere Frage. Und wir kommen nicht durch. Wir haben uns hier getroffen, sind zusammen losgegangen. Das ging auch alles ziemlich gut und jeder hat auch seine Geschenke dabei. Wir sind auch sehr weit gekommen, aber dann stand hier plötzlich eine Frage. Irgendjemand muss sie gestellt haben. Könnt ihr denn nicht an der Frage vorbeilaufen? Nein, das können wir nicht. Es ist eine große Frage. Könnt ihr sie nicht wegschieben? Nein, das geht auch nicht. Das haben wir schon probiert. Aber es ist eine sehr, sehr, sehr schwere Frage.
Und wir haben alle zusammen versucht, die Frage wegzuschieben. Es ging aber nicht. Und könnt ihr die Frage nicht übergehen? Auch das haben manche von uns probiert. Aber es ist eine sehr ernste Frage. Auch das geht nicht. Was sagt er denn? Wollte Rosalinda wissen. Sie stehen vor einer großen Frage, antwortete ihre Mama. Und kommen nicht dran vorbei. Was für eine Frage denn? Eine schwere Frage. Ich weiß nicht genau. In der Tat standen die Schildkröten alle beisammen vor einer großen Frage, die man nicht wegschieben konnte und nicht übergehen konnte und an der man auch nicht vorbeikam. So ist das manchmal im Leben, sagte eine Schildkröte. Manchmal steht man vor einer Frage und man kommt nicht dran vorbei. Was muss man denn machen, wenn man vor einer Frage steht und man kommt dran nicht vorbei und es ist eine schwere und dicke, fette Frage und eine Frage, die man nicht übergehen kann und eine Frage, die groß ist und von der man gar nicht weiß, was die Antwort ist. Du stellst aber viele Fragen. Ich habe keine Ahnung von Fragen. Ich misch mich da nicht ein. Ich auch nicht. Ich schon. Ich hatte schon mal eine Frage, die war aber nicht so schwer. So ging das hin und her bei den Schildkröten, bis der Onkel, der Älteste unter allen Schildkröten war, die gerade beisammen waren mit seinen 283 Jahren, sagte, wir müssen diese Frage einfach lösen. Lösen, so richtig in Luft auflösen? Nein, lösen im Sinne beantworten. Denn wenn sie gelöst ist, können wir auch weiter. Habt ihr eine Idee? Wollte Rosalindas Mutter wissen. Nicht wirklich, sagte der Onkel. Aber wir schaffen das schon. Kümmert ihr euch mal um die Party. Und so legte die Mutter auf und sagte, ich hoffe, die schaffen das und schaffen es, noch rechtzeitig zu deinem Geburtstag zu kommen. Das war ein Problem für Rosalinda, sich vorzustellen, dass es niemand schaffte, zu ihrem Geburtstag zu kommen, dass sie ihr Geburtstag diesmal alleine feiern müsste. Wobei, sie war ja nicht ganz allein. Ihre Mutter war ja da und Opa saß auch und las ein Buch. Was ist mit dem Kuchen? Wollte die Mutter erneut wissen und Rosalinda sagte, oh, den habe ich jetzt aber wirklich vergessen. Und rannte in die Küche und anstatt des Kuchens sah sie nur Rauch aufsteigen aus dem Herd und wusste sofort, es ist zu spät und rief nach ihrer Mutter, die sofort kam und den Kuchen aus dem Herd holt. Der ist ziemlich angebrannt, sagte die Mutter. Ja, das habe ich gemerkt, sagte Rosalinda. Jetzt ist es ein wirklich Schwarzwälder Erdbeerkuchen, fügte sie hinzu. Aber wie wird das eine Geburtstagsfeier ohne Kuchen? Das geht doch gar nicht. Wir sollten glücklich sein, wenn wir überhaupt eine Geburtstagsfeier mit Gästen haben, antwortete ihre Mutter in Anbetracht der Frage, die aufgestellt war vor den Schildkröten, die unterwegs waren. Es war eine einfach viel zu schwere Frage. Was ist denn die Frage? Wollte eine aus der Menge der Schildkröten wissen. Ich glaube, das steht gar nicht so genau fest. Es gibt für jeden eine. Aber es ist doch eine Frage. Ja, das stimmt. Die Frage lautet, wie lange soll das noch so weitergehen? Wie lange soll was noch weitergehen? Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Aber ich glaube, gemeint ist einfach alles. Alles? Wie lange alles weitergehen soll? Ja, ich glaube. Keine Ahnung. Alles muss doch weitergehen, immer. Ja, aber da steht ja auch nicht, wie lange alles weitergehen soll, sondern wie lange alles so weitergehen soll. Alles kann ja auch anders weitergehen und nicht so. Das ist mein Einwand. Und während die Schildkröten sich die Köpfe zerbrachen, um die Frage zu lösen, zerbrach sich Rosalinda den Kopf für einen neuen Kuchen. Aber ob da Zeit dafür war, da war sie sich nicht so sicher. Wir warten einfach, sagte die Mutter. Und sie gingen zu ihrem Opa und warteten bis zum Abend. Und keiner kam. Rosalinda wurde traurig
Es war ihr erster Geburtstag, den sie allein verbringen musste. Da rief ihr Opa sie nochmal und sagte, hol mir ein Stück von deinem Kuchen. Rosalinda ging in die Küche, holte ein Stück angebrannten Kuchen. Opa, du isst ja sonst keinen Kuchen und jetzt isst du ausgerechnet einen verbrannten, das ist aber komisch. Und Opa sagte, es ist ein außergewöhnlicher Geburtstag, den du allein verbringst. Da kann man auch mal etwas Außergewöhnliches machen, einen verbrannten Kuchen essen. Dann holte Opa aus dem Schrank sein Geschenk für Rosalinda und sagte, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und du kannst dir eigentlich sicher sein, an deinem nächsten Geburtstag wird es bestimmt schöner. Das kann alles so nicht weitergehen. Diesen letzten Teil sprach jemand aus der Menge der Schildkröten, die immer noch vor der Frage stand. Aber er hatte ganz recht. Alles hatte ein Ende. Nichts konnte für immer so weitergehen.